Fünfter Tag, achte Geschichte. In Ravenna lebte einst eine Menge adeliger und vornehmer Leute. Und unter diesen befand sich ein junger Mann namens Nastasio della Onesti, der durch den Tod seines Vaters und eines Onkels über die Maßen reich geworden war. Dieser nun verliebte sich in die Tochter des Paolo Traverseri. Obwohl ihre Familie von viel älterem und besserem Geschlecht war als die seinige, hoffte er doch, durch seine Bemühungen ihr zu dienen, allmählich ihre Gunst zu gewinnen. So unermüdlich, löblich und großartig, aber auch die letzteren waren, brachten sie ihm doch keinerlei Nutzen, sondern es schien vielmehr, als ob sie ihm schadeten. So hart, unerfreulich und widerwillig erwies sich ihm das geliebte Mädchen, welches vielleicht um der eigenen vorzüglichen Schönheit und um des eigenen Adels willen so hochmütig geworden war, dass es weder ihn noch was ihn irgendwie war leiden mochte. Diese Gesinnung der Geliebten wusste Nastasio so wenig zu ertragen, dass er nach vielen Klagen mehr als einmal im Begriff war, sich aus Schmerz das Leben zu nehmen. Wenn er sich aber dennoch einer solchen Tat enthielt, nahm er sich oft vor, jene Spröde völlig aufzugeben oder sie womöglich ebenso zu hassen, wie sie ihn hasste. Alle diese Vorsätze blieben indes eitel. Denn es war nicht anders, als ob seine Liebe im selben Maße wüchse, indem seine Hoffnung abnahm. Wie nun der junge Mann auf solche Weise beharrlich seine Liebe verfolgte und in seiner maßlosen Verschwendung fortfuhr, meinten einige seiner Angehörigen und Freunde, dass er sich dabei bald sich selbst und sein Vermögen aufgezehrt haben werde. Deshalb rieten sie mehrmals und baten ihn, Ravenna zu verlassen, um sich eine Zeit lang an einem anderen Ort aufzuhalten, weil, wie sie glaubten, eine solche Art seine Liebe und seine Ausgaben abnehmen. Nastasio spottete zwar öfter über diesen Rat, da er jedoch auf ihre vielen Ermahnungen hin nicht immer Nein sagen konnte, gab er ihnen endlich nach. Als er aber dann zu Pferde gestiegen war und von seinen zahlreichen Freunden begleitet Ravenna verlassen hatte, ritt er nach Chiassi, einem vielleicht 3 Meilen von der Stadt entfernten Orte, ließ Gezelte herbeibringen und aufschlagen und erklärte denen, die ihm das Geleit gegeben, sie möchten nach Ravenna zurückkehren, weil er hier zu verweilen gesonnen sei. Unter diesen Zelten nun führte Nastasio wieder ein ebenso glänzendes und herrliches Leben wie je zuvor und lud nach alter Gewohnheit bei diese und bei jene zum Mittag- oder Abendessen. Eines Tages aber geschah es, dass Nastasio, ganz in Gedanken an die grausame Geliebte versunken, allen seinen Leuten befahl, ihn allein zu lassen, um ungestörter seinem Trübsinn nachhängen zu können. So irrte er zweck- und ziellos umher, bis er zum großen Pinienwald gelangte. Wohl eine halbe Meile weit in den Wald eingedrungen, als ihn plötzlich das laute Weinen und das verzweifelte Wehklagen eines Weibes aus seinen süßen Träumereien schreckte. Da nun aufblickte, sah er nach wenigen Augenblicken, wie gerade vor ihm aus einem dicht verwachsenen Gebüsch von Strauchwerk und Dornen hervor ein wunderschönes, nacktes Mädchen mit fliegenden Haaren und von Stacheln und Ästen zerkratzten Leibe in vollem Laufe unter lauter Weinen und Rufen um Gnade der Stelle zueilte, an der er sich befand. Zu beiden Seiten folgten ihr 2 riesige und wütende Jagdhunde und packten sie oft und unbarmherzig, wo sie erreichten.
Hinterher aber jagte auf schwarzen Pferde in dunkler Rüstung ein Ritter, dessen Gesicht vor Zorn glühte, den Degen in der Faust und drohte mit entsetzlichen, schmähenden Worten sie zu morden. Nastasio wurde bei diesem Anblick zugleich von Staunen und Abscheu ergriffen. Dann aber weckte das Mitleid mit dem unglücklichen Weibe den Wunsch in ihm, ihre Qual zu endigen und sie dem Tode zu entreißen. In Ermangelung einer Waffe griff er zu einem Baummast, mit dem er statt eines Stockes den Hunden und dem Ritter entgegenging. Der Ritter aber rief ihm, sobald er dies gewahr wurde, von Weitem zu: Lass ab, Nastasio, und überlasse mir und meinen Hunden, dass wir vollbringen, was dieses ruchlose Weib verdient hat. Nachdem er so gesprochen, packten die Hunde das Mädchen mit aller Kraft an den Weichen und hielten es fest. Während aber der Ritter hinzukam und vom Pferde sprang, trat auch Nastasio heran und sagte: Obgleich ich nicht weiß, wer du bist, der du mich so gut zu kennen scheinst, kann ich dir doch so viel sagen, dass es eine höchst schmähliche Tat ist, wenn ein gewappneter Ritter ein nacktes Weib morden will und es von den Hunden packen lässt, als wäre es ein wildes Tier. Darum werde ich diese verteidigen, solange ich kann. Darauf erwiderte der Ritter: Nastasio, ich stamme aus der gleichen Stadt wie du. Und du warst doch ein kleines Kind, als ich in dieses Mädchen hier wahrlich noch verliebter war, als du es jetzt in die Travasaren bist. Ihr Hochmut aber und ihre Härte stürzt mich in solches Unglück, dass ich mich endlich mit dem Degen, den du hier in meiner Hand siehst, als ein Verzweifelter entleibte und deshalb zur ewigen Pein verdammt bin. Nicht lange darauf starb auch sie, die sich unmäßig über meinen Tod gefreut hatte und wegen der Sünde, der Hartherzigkeit und der Lust an meinen Qualen, welche sie im Wahn nichts Ungerechtes, sondern etwas Verdienstvolles getan zu haben, nie bereute, wurde sie gleichfalls zu den Strafen der Hölle verurteilt. Als sie nun dorthin gelangte, wurde ihr und mir zur Strafe auferlegt, dass sie vor mir fliehen, ich aber sie, die einst so heiß geliebte, nicht wie den Gegenstand meiner Liebe, sondern wie meine Todfeindin verfolgen muss. So oft ich sie dann erreiche, so oft durchbohre ich sie mit diesem selben Degen, mit dem ich einst mich umgebracht, öffne ihr, wie du sogleich gewahren wirst, mit dem Messer die Seite, reiße das harte, kalte Herz, in das weder Liebe noch Mitleid den Eingang zu finden wussten, samt den übrigen Eingeweide aus ihrem Leibe, und werfe es den Hunden ihr zum Fraß vor. Dann vergehen nur wenige Augenblicke und sie ersteht nach Gottes gerechten Ratschluss nicht anders vom Boden, als ob sie nie getötet worden wäre. Und danach beginnen die klägliche Flucht und die Verfolgung durch mich und die Hunde von neuem. Da geschieht es denn, dass ich sie jeden Freitag um diese Stunde an diesem Platz einhole und so misshandle, wie du sehen wirst. Doch wähne ja nicht, dass wir an den anderen Tagen ruhen, sondern wisse, dass ich sie dann an anderen Punkten, wo sie Grausamkeiten gegen mich ersann oder vollführte, verfolge und erreiche. Lass mich also den Befehl der göttlichen Gerechtigkeit vollziehen und versuche keinen Widerstand gegen das, was du nicht hindern kannst. Von diesen Worten ganz eingeschüchtert, trat Nastasio, dem sich jedes Haar am Leibe sträubte, zurück und harrte angstvoll die Augen auf das unglückliche Mädchen gerichtet, was der Ritter vornehmen werde. Dieser aber stürzte am Ende seiner Rede wie ein wütender Hund auf das Mädchen los, welches von den zwei Rüden festgehalten auf den Knien lag und um Gnade rief.
und rammte ihm mit aller Macht den Degen mitten durch die Brust, dass er zum Rücken wieder herausfuhr. Weinend und winselnd fiel die Ärmste von diesem Stoß zu Boden. Der Ritter aber griff sein Messer, klappte es auf und öffnete ihr damit die Seite. Dann weidete ihr das Herz und alles, was um dieses herum lag, aus und warf es den Hunden vor, die es heißhungrig verschlangen. Doch dauerte es gar nicht lange, so erhob sich das Mädchen, als sei nichts von all dem geschehen, und begann die Flucht aufs Neue. Hinter ihr her stürmten abermals die Hunde, die nicht abließen, sie zu zerfleischen. Auch der Ritter saß den Degen in der Faust wieder zu Pferde, und so schnell stürmten Flucht und Verfolgung dahin, dass nach wenigen Augenblicken Nastassio nichts mehr von allem gewahr hat. Noch lange verweilte er zwischen Mitleid und Furcht schwankend. Dann aber gedachte er plötzlich, wie dieses Ereignis, da es sich alle Freitage wiederhole, geeignet sei, ihn in seinen Wünschen wesentlich zu fördern. Darum merkte er sich die Stelle und ließ mehrere seiner Angehörigen und Freunde aus Ravenna zu sich entbieten. Wohlan, sagte er zu ihnen, als sie gekommen waren, schon lange habt ihr mich gedrängt, dass ich von der Liebe zu jener meiner Feindin ablassen und meiner Verschwendung Einhalt gebieten möge. Jetzt bin ich bereit, es zu tun. Jedoch unter der Bedingung, dass ihr zuvor Paolo Trapasari dazu bewegt, mit Frau und Tochter und allen Damen seiner Verwandtschaft am nächsten Freitag zusammen mit euch und den anderen Damen, die ihr wählen möget, das Mittagessen hier bei mir einzunehmen. Warum ich dies verlange, werdet ihr erst dann erfahren. Jener achteten dies für kein großes Begehren und luden, nach Ravenna zurückgekehrt, die im Voraus verabredeten Personen. War es nun auch nichts Leichtes, das von Nastasia geliebte Mädchen zur Einwilligung und Teilnahme zu bestimmen, so kam sie doch mit den übrigen zum Feste. Nastasio ließ ein verschwenderisches Mittagsmahl herrichten und die Tafel unter den Pinienbäumen rings um die Stelle ordnen, wo er die Strafe des hartherzigen Weibes mit angesehen hatte. Dann wies er Männer und Frauen ihre Plätze an, wobei er den Sitz seiner Geliebten so gewählt hatte, dass der Fleck, an dem er die Wiederholung jenes Schauspiels erwartete, ihr gerade gegenüber war. Schon waren wir bis zum letzten Gang gediehen, als das Geschrei des gejagten Mädchens zu aller Ohren zu dringen begann. Alle befremdeten diese angstvollen Laute, jeder fragte, woher sie rühren, und keiner vermochte Auskunft zu geben. Aufgeschreckt erhoben sich alle und blickten unverwandt nach der Seite, von der das Geräusch kam. Da gewahrten sie das jammernde Mädchen, den Ritter und die Hunde. Und alsbald waren diese alle mitten unter den Gästen. Mit heftigen Schändworten wehrten diese sowohl dem Ritter als auch den Hunden, und viele traten vor, um dem Mädchen beizustehen. Die Erzählung des Ritters, die er ihnen fast in denselben Worten wiederholte, mit denen er früher zu Nastasia gesprochen hatte, ließ sie indes nicht nur von ihrem Vorhaben abstehen, sondern erfüllte sie mit Staunen und Entsetzen. Unter den anwesenden Damen waren viele dem wehklagenden Mädchen, andere dem Ritter verwandt, und erinnerten sich seiner Liebe und seines Todes. Als aber dieser sein grausames Beginnen so wie kürzlich vollführte, weinten alle ebenso bitterlich, als wäre ihnen dasselbe am eigenen Leibe geschehen. Am meisten aber und vor allen anderen hatte Nastasias spolde Geliebte sich entsetzt. Denn da sie der Grausamkeit gedachte, die sie stets gegen jeden geübt hatte, fühlte sie wohl, dass alles, was sie mit Auge und Ohr deutlich wahrgenommen,
keinen der Anwesenden der angehe als eben sie. Und es war ihr nicht anders, als jage jener sie schon ergrimmt durch den Wald und die Hunde packten sie in den Weichen. Und so groß war die Furcht vor diesem Schicksal, dass sie im schnellen Wechsel von Hass zu Liebe die Zeit nicht erwarten konnte, eine vertraute Dienerin insgeheim zu Lastagio zu senden und ihn um seinen Besuch bitten zu lassen, dass sie bereit sei, alles zu tun, was ihm gefallen werde. Und die Gelegenheit dazu bot sich noch am selben Abend. Daraufhin ließ sie Anastasio erwidern, die Botschaft sei sehr willkommen. Er gedenke aber, wenn es ihr gefalle, nur in Ehren ans Ziel seiner Wünsche zu gelangen, indem er sich ehelich mit ihr vermähle. Die junge Dame wusste wohl, dass es nur an ihr gelegen hatte, wenn sie nicht schon längst Anastasios Gemahlin geworden war. Sie antwortete daher, sie sei dessen wohl zufrieden. Dann meldete sie als ihre eigene Botin ihrem Vater und ihrer Mutter, dass sie jetzt den Anastasio zu heiraten bereit sei. Beide waren darüber sehr erfreut und schon am nächsten Sonntag wurde das junge Paar feierlich verlobt. Dann hielten sie Hochzeit und lebten miteinander noch lange Jahre glücklich. Es hatte aber jenes Ereignis nicht nur diese eine glückliche Folge, sondern alle Damen Ravennas wurden dadurch so eingeschüchtert, dass sie den Wünschen der Männer seitdem um vieles geneigter geworden sind als zuvor.